So, der Weg durchs Dorf. Mal die Map einblenden. Und Blackwater hieß nicht auch in Red Dead Redemption die große Stadt. Also in Anführungszeichen, die große Stadt hieß doch auch Blackwater, oder? Drum, jetzt weiß ich auch, warum das mir so bekannt vorgekommen ist. Ja, und es tut mir leid, aber in dieser Mission werden wir gründlich sein. Ich werde hier nicht einen einzigen am Leben lassen. Einfach weil es Spaß macht. In dieser Mission sind wir gründlich. Hawkeye wartet. Und zwar verdammt gründlich. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Hawkeye hat das Ende seines Weges erreicht. Der nervt mich ja jetzt schon. Ich habe 3 Pfeile. Aber ja, die Taktik ist relativ einfach. Töten, weglaufen, nächsten töten, weglaufen, nächsten töten, weglaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Mögen seine so, Ahnen einmal speichern, weglaufen. Die er verdient. So, der sieht halt alles, an dem komme ich so einfach gar nicht vorbei. Das heißt, was macht der? Ja, töten. Töten, töten, dann den töten. So. Der Skalp des weißen Mannes wird Hawkeyes Wigwam schmecken. So, speichern. Ja, okay. Da war ich jetzt auch einfach nicht schnell genug. Wieso machst du Siesta? Pfeile haben eigentlich nur einen Sinn, zwischen solche Leute auszuschalten. Deine Ahnung, weißer Mann. Also wie gesagt, töten, verstecken. Die werden jetzt halt rumlaufen wie die Wiesel. Aber dieser Pfad ist versperrt. Werden es einfach nicht schaffen, Hawkeye zu finden. Und irgendwann kehrt wieder Normalität ein. Weil sie es eh nicht ändern können, weil sie Hawkeye nicht gefunden haben. Und das Töten wird weitergehen. Ganz einfach. Und zwar so lange, bis sie alle drücken. Guck, jetzt kehren sie schon wieder zurück. Also, es sind sehr soziale Menschen. Boah, der hat mich gesehen, der Assi. Okay, da hätte ich mich nicht bewegen sollen, den habe ich nicht mehr gesehen. Der hat so eine ganz, ganz dreckige Farbe. Ah, okay, jetzt weiß man auch, warum der mich gesehen hat. Jetzt hat er mich nicht mehr gesehen. Ja, die sind tot. Keine Angst. Die kommen alle zurück als Rachegeister. Beziehungsweise, ihr habt doch hier so einen formschönen Friedhof. Heilkräuter braucht keine Sau. Aber Pfeile, ein Pfeil, 2 Pfeile, ein Pfeil, Heilkräuter, hier sind Pfeile. Aber hier sind verdammt viele. Aber die sind verdammt abgelenkt. Dementsprechend kann ich verdammt einfach reinlaufen und die alle umbringen. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Diese dreckigen Mexikaner. Also nichts gegen Mexikaner, aber die sind einfach böse. Kann dann auch nichts dafür, dass die böse sind. Dieser Pfad ist versperrt. Also, an dem komme ich halt eh nicht vorbei. Ich hätte ja so oder so lang müssen. Wie man das löst, ist eigentlich hinfällig. Und die sind relativ locker gestellt. Das heißt, überwacht nicht jeder jeden. Das ist halt kein. Es ist schlichtweg keine Schleichmission. Es ist ein Töte Hawkeye alles, was dir von den Augen kommt. Mission. Und ich meine, ich. Hawkeye kann ja nichts anderes außer leise töten. Also darf er das auch einfach die Krähen gerne den tun. Geist des weißen ich finde es nur schade, dass du. Dass man sich Hawkeye sein. Ist leise wie eine Katze. Das Ding, das Zeug nicht zurückholen kann. Hawkeye wartet. Dann speichern wir mal. Ich weiß nicht, ob den jemand sieht. Irgendwann schon, aber dann ist wiederum egal. Dann ist wieder Aufruhr. Und ach je, und schlag der mich tot. Apropos Hawkeyes schlag mich Brüdern tot. Ich schlag dich zufügen. Tot. Wo guckt der hin? Der ist egal. Als nächstes bist du dran. Immer schön Quicksave machen. Seht ihr das? Den Radius von Hawkeye einfach. Wenn die den hören, ist einfach zu spät.
Kein Ast wegbrechen. Kein Vogel auffliegen. Das ist jetzt natürlich doof. Okay, kennt seinen Weg. Sie haben wieder was gesehen. Okay, beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern. Ja, wieder hier hintere. Okay, kennt seinen Weg. In unseren Safe, in unseren sicheren Ort. Ich will die Pfeile haben. Das sind zwei Pfeile. Hallo, da lohnt sich's. Dafür 10 Menschen umzubringen. Das ist einfach Zeitkosten oder Zeitnutzenaufwand ist da einfach gegeben. Hawkeye beschreitet seinen Weg. Hawkeye beschreitet seinen Weg und versteckt sich weiterhin hinter dem Baum. Und der hat's gar nicht mitgekriegt. Ich könnte mit dem Pfeil abschießen, aber das ist mir den Pfeil nicht wert. Waren wir nicht vorhin mit Zeitnutzenaufwand? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Vielleicht. Nee. Ich weiß nicht, wer von denen ich jetzt entdeckt hat. Aber da war ja noch ein zusätzlicher. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Ich find's übrigens praktisch. Beschreite den steinigen Weg deiner Ahnen, weißer Mann. Nichts kann Hawkeye. Seht ihr, das sind so erstaunlich oder erschreckend wenige Punkte geworden. Hawkeye beschreitet seinen Weg, ohne zu zögern. Der Skalp des weißen Mannes wird dieser Pfad verstärkt. Boah, die haben mich nicht bemerkt. Bitteschön. Dieser Pfad ist versperrt. Der Weg liegt klar. Dafür gab's die Strafe. Wer war das jetzt? Oh, das war der Assi sogar. Hawkeye, das finde ich jetzt praktisch. Adler. Komm mal her. Boah, ich find Hawkeye super. Hawkeye ist einfach die absolute Macht. Seht ihr das, wie überlegen der die einfach tötet? Das könnte kein Hawkeye anderer von denen. Weil der andere, der so eine Attacke hat, ist. Der andere wäre mit dem. Einen tödlichen Schlag hat, ist John, und John ist einfach zu laut. Und bis die den hören, ihr seht, die haben gezogene Waffen, aber bis die sich umdrehen, sind sie tot? Ist das nicht klasse? Ich finde das super. Jeder sollte einen Indianer zu Hause haben. Ein Profi im lautlosen Töten. Welchen Was Fahrt hat denn der für einen Hockey beschränkten als Sichtkegel? Beschreiten? Hier oben ist irgendwo einer, hier. Ich weiß gar nicht. Hier war doch irgendwo jemand. Okay, kennt seinen Weg. Ach, so macht er das. Okay, beschreitet seinen Weg. Ja, aber den hat niemand im Blick, das heißt, da gehe ich hin. Hau dem einen aufs Maul. Und das Gute ist, hier ist auch eine sehr dunkle Atmosphäre. Das heißt, das sieht nicht mal jemand, wenn der hier irgendwo liegt, größtenteils. Ich kann jetzt hier hinten rauf, hier ist irgendwo eine Treppe, das weiß ich noch. Hier ums Eck, genau. Das ist jetzt natürlich sehr unpraktisch. Das war jetzt natürlich sehr unpassend, dass der da genau in dem Moment gekommen ist. Das hätte ich besser nicht gemacht. Das kommt auf, wenn man nicht mit der taktischen Karte arbeitet. Das wird natürlich auch sofort bestraft. Oh, Hawkeye ist wartet. Kein Adler. Das war jetzt. Noch ist er nicht rot. Jetzt sieht er mich nicht mehr. Er sieht mich noch. Jetzt bin ich Dieser rot. Dieser Pfad ist versperrt. Ich laufe schon ziemlich mutig hier rum. Ich muss schlichtweg schneller sein. Und ich hab's ja auch schon geschafft gehabt. Aber der ist jetzt sowieso tot. Der hier jetzt sowieso auch. Der da oben hat ja eh so einen scheiß Sichtkegel. Komm her. So, jetzt bin ich gespannt. Ist dir langweilig? Da ist ja die blöde Tussi. Aber die wird belästigt. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich will die Pfeile haben. Notfall schieße ich die alle mit Pfeilen ab. Ja, wie er halt einfach neben dem steht.
Du sollst da nicht hinlaufen, du sollst ihm eine reinhauen. Die Krähen halten den Geist des weißen Mannes in ihren Klauen. Seht ihr, lässt die Sehne nicht mal sofort, weil das sich so gut tarnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder so. Aber, als erstes mal so. Die Karte ist ein bisschen scheiße hier. Komm, YOLO. Ja, okay. Ich habe 5 Pfeile und das sind 5 Pfeile. Das heißt, Kosten-Nutzen-Aufwand hat schon auf jeden Fall gegeben. Also ich kann den hier nicht töten, ohne dass der es mitkriegt. Beschreite den steinigen Weg deiner Ahnen, weißer Mann. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Ja, nee. Obwohl, es ging schon. Also machen wir eine andere Quick-Action. Wir töten den. Und zürmen dann. How? Das ist doch mal eine Idee, oder? Einfach töten und uns dann verpissen. Na. Ah. Was ist denn, was hat denn die Oma für ein blödes Blickfeld? Die sieht eigentlich alles. Der Weg liegt klar. Das wäre schon frech gewesen. Ich will die Pfeile, abgesehen davon will ich die auch alle töten. Andererseits ist mir egal, ich krieg 5 Pfeile dafür. Insofern. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Umarme Mähen, um den Geist des weißen Mannes in ihren Klauen. Oh, ich habe die Quick Action beendet, indem ich in den anderen Modus gegangen bin. Das wusste ich nicht, dass das geht. Das wusste ich wirklich nicht. Okay. Also nochmal Quick Action. Da ist noch so ein Pfeil in der Luft, seht ihr das? Dann den und dann den. Einfach mal probieren, ist doch egal, wenn es nicht geht. Sehr geil, es hat funktioniert. Okay, ich hab ist kein Adler. Pfeile ausgegeben. Aber auch welche gewonnen. Und wenn wir Glück haben, sehen die mich nicht. Wenn wir Pech haben, sehen sie uns. Dann müssen wir sie umbringen. So wie den da jetzt. Weißt du, solltest rennen. Ich hab die Taste für Rennen gedrückt. So zum Beispiel. Siehst du das? Zack, so geht das. Okay, ist kein Art, welchen Fahrzeug wir als nächstes beschreiben. Okay, ich seh's ja ein. Ich glaube einfach verstecken. Und warten, bis die Aufregung wieder zu Ende ist. Aber die Kameraeinstellung nervt mich auch, ehrlich gesagt. Total. So, die checken's halt Gott sei Dank nicht. Und ich habe jetzt 7, habe aus 5 Pfeilen 7 gemacht. Also es hat sich schon mal gelohnt. Ich habe einfach vor, keinen am Leben zu lassen. Fertig, aus. Das habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt. So, da kommt der wieder, da kommt der andere wieder gleich, gell? Das heißt, ich hab gar keine Wahl und muss den umbringen. Ja, ist ja okay. Hilfe! Ja, der Pfeil. Toll, der Grafikfehler, der ist da jetzt halt. Und bleibt da. Oh, diese scheiß Tussi, jetzt beruhig dich. Ich hab deine...
Ich habe keine Ahnung, was die mit dir vorhatten. Ich habe sie auf jeden Fall umgebracht. Ist es jetzt schlecht, was ich getan habe? Bin ich jetzt aber ein böser Mensch? Daniel findet nicht. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Nein, ach komm. Ach komm, das war jetzt nicht fair. Das war jetzt wirklich unfair. Oh. Sonst checkt es doch nie jemand. Da bin ich schon, habe ich mich schon wieder in so eine Situation gebracht. Ich weiß. Das muss man auch mal machen. Jetzt haben wir die letzten Folgen waren wieder so richtig nervige Schleichmissionen. Und die hier ist jetzt einfach nicht mehr. Jetzt kommt gleich wieder der Dicke. Oder ändert sich das? Oh, die Szenerie hat sich geändert. Okay. Okay, dieser Pfad ist versperrt. Bäh. Diesmal. Außer der mit dem Gewehr hat die Reflexe, das gibt's doch. Okay, hat das Ende seines Weges erreicht. Wieso machst du Siesta? Weil Mexikaner. Oder weil die immer Siesta machen, ihr seht's doch. Und die Kameraeinstellung ist das einzig Schlimme eigentlich. An sich ist das ja echt kein Problem. Aber die Kamera. Die ist schon übel. Einfach voll das Schlachtfeld. Hier im Friedhof muss ich noch aufräumen. Vor allem, ich sitze hier so im Heilkräuter. Was machen die wohl damit, gell? Heilkräuter. Ach, jetzt ist immer wieder in der Konstellation. Mann, vorhin war die Szenerie wieder ein bisschen anders. Ich weiß auch gar nicht, warum. Vielleicht dude ich mich auch einfach mit Pfeilen raus. Mögen seine Ahnen ihm die Gnade erweisen. Dann ist einfach rum. So, jetzt sind die nämlich tot. Ich kann mal wieder quicksafen. Und den einen, den kriege ich dann schon noch niedergeschlagen. Tja, wenn da jetzt zwei tot sind, die vor ein paar Minuten noch nicht waren, was könnte man daraus schließen? Sherlock. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Boah, der hat Ninja-Reflexe, das hat kein anderer. Das gibt's doch nicht. Was für ein Assi. Ja, das ist keine Chance. Also warte, bis er sich beruhigt hat, seine Waffe weggesteckt hat. Oder wir uns von hinten anschleichen können, aber so von der Seite ist, geht nicht bei dem. Ich verstehe die Weißen manchmal nicht, die Weißen mit ihrem Gewehr. Die haben halt auch übelst den Schaden mit ihrem blöden Gewehr. Das ist ja das Gemeine an der Sache. Wenn es ja wenigstens nur die Aufmerksamkeit wäre. Nein, die One-Hitten dann auch dann immer. So, können wir es jetzt mal versuchen. Ich tue es einfach mal. Oh, ist noch einer. Beruhigt euch. Aber das ist wieder was Gutes, was Eldorado an sich hat. Was bei Desperados nicht so war. Die beruhigen sich wieder. Die beruhigen sich schlichtweg wieder. Weil bei Desperados war es ja so, dass wenn die einmal aufgewühlt waren, die sich so gut wie nicht mehr beruhigt hatten. Das verpissen wir uns einfach. Kein Vogel auf. Weil hier ist ja alles jetzt leer. Okay, kennt soweit. Seinen Weg. Das heißt, wir gehen hier hinten mal hinten weiter. Hier oben können. Die können hier oben ausflippen, wie sie wollen. Aber bei Desperados haben die sich nicht mehr wieder beruhigt. Kein Ast wird okay, und ihr seht ja, hier ist schon lange wieder Normalität eingekehrt.
In Anführungszeichen wahrscheinlich. Aber hier ist jetzt wenigstens nichts mehr. So, die beiden kriege ich ja in einem Zug niedergeschlagen. Da oben ist so ein blöder aussehender Scharfschütze. Und der guckt sich um. Das heißt, hintenrum, wenn der sich umguckt, die beiden niederschlagen und dann den ausschalten. Okay, ist die Reihenfolge. Eine Katze. Nichts. Das Gute ist, es ist so schön dunkel. Ihr seht ja das Licht. Der Weg liegt unten klar links. Seht ihr, unten rechts. Seht ihr dann, wie die Lichtverhältnisse sind? Mein Mal Freund. Quicksave machen. Und dem einen aufs Maul hauen. Hawkeye ist kein Adler. Sehr gut. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass der dem direkt da vor die Sicht läuft. Mal hinlegen. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Wunschtraum. Reiner Wunschtraum. Aber im Prinzip ist nur daran gescheitert, dass der eine nicht sofort nichts gestorben kann ist. Hawkeye aufhalten. Das gibt's doch nicht. Schlag die doch nieder. Sind die außerhalb deiner Reichweite? Sind keine Ahnung, da ist deine Hitbox nicht so weit unten, wenn du nach unten schlägst oder was? Jetzt töte die zwei. Beschreite den Stein. Ach, der hat ja wegen dem blöden Executioner-Move. Wird Hawkeyes Wigwam schleppen. Hawkeye wartet. Nichts kann Hawkeye aufhalten. Der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Also gut. Hawkeye ist leise wie eine Katze. Einfach mal ganz da unten in die Ecke verpisst euch da mal Glück und die suchen dann nicht. Das sind auch wie viele Pfeile? 5. Ja, auf jeden Fall muss ich da hin. Ich will Pfeile, ich brauche Projektile. Viele, viele Projektile. Ja, die sind tot. Und der hat mich nicht gesehen, obwohl er nach unten gerannt ist. Ich lege mich noch viele über hin. Hinlegen und so ganz in die Ecke. So, hier bei einem hinteren Grabstein hinlegen. So, das könnte funktionieren. Oh nein, Tote, Hilfe. Das sind ja Tote. Das ist wieder so ein Weißer. Die Weißen haben ja mit ihren ninja-artigen Katzenreflexen. Kummerhaar! So. Komm ich da hinterher? Ohne. Scheiße, der macht die scheiß Tür zu. Mein Gott, warum, dass es nicht zieht auf dem Friedhof, oder was? Oh, der Weg liegt klar vor Hawkeyes Augen. Hawkeye kennt Streit und seinen Sinn. Hawkeye ist kein Adler. Hawkeye ist kein Adler. Du sollst da raufgehen und das Ding einsammeln. Und du sollst auch hier hin das einsammeln. Hawkeye wartet. Und hier ist wieder der bescheuerte Scharfschütze, aber ich denke mal... Warum hat er einen Pfeil da oben? Guck, jetzt hat er die Tür nicht zugemacht. Ist versperrt. Will der mich verarschen? Klar vor Hawkeye. Jetzt ist die Tür offen geblieben. Drecksack. Und was machst du da? Ah, der guckt sich nur um. Aber hier rum ist jetzt eigentlich auch alles soweit frei. Das heißt, ich habe lediglich den Friedhof halt aufgeräumt. Oh, warte mal. Die Tussi ist gefährlich. Hawkeye handelt, ohne zu zögern. Senorita, es tut mir schrecklich leid, aber gute Nacht. Weiterer Vorteil von Hawkeye. Der ist leise wie ein Ninja. Hat eine ultra leise Schlagtötung. Und hat eine hundertprozentige dauerhaft ohnmächtig. Also wenn er jemanden halt niederschlägt, dann wacht er nie wieder auf, wie Sanchez. Nur dass Sanchez halt einen auf Elefant macht.